Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Juni 2010 entschieden, dass Entgeltansprüche aus Heimverträgen mit dem Sterbetag des Bewohners enden und damit der Anordnung der Heimaufsichtsbehörden entsprochen. Kann man aus dem Urteil ableiten, dass Heimaufsichtsbehörden das Recht haben, die Verträge des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes zu prüfen und Einfluss auf die Vertragsgestaltung zu nehmen? Und wird das Urteil auf Dauer Bestand haben? Hören Sie dazu einen Standpunkt von Anja Möwisch, Pflegerechtsexpertin aus Hannover. Herzlichen Dank, Frau Ritter, sehr geehrte Damen und Herren. Natürlich ist es auch für mich ein Blick in die Glaskugel, wie die Zukunft sein wird. Aber zunächst möchte ich erstmal positiv feststellen, dass durch das Bundesverwaltungsgericht eine Klärung eingetreten ist, wie mit widersprechenden gesetzlichen Regelungen umzugehen ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 2.6.2010 entsprechend auf der Basis des alten Heimgesetzes entschieden, dass die Heimverträge von den Heimaufsichtsbehörden zu prüfen sind, dass sie dort die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Pflichten überprüfen dürfen und eine aufsichtsrechtliche Überwachung vorliegt. Die Regelung aus dem SGB XI ist vorrangig, dass die Heimverträge mit dem Tod des Bewohners enden sollen. Diese Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes wird unter dem WBVG fortgesetzt vom Verwaltungsgericht. Hintergrund soll sein die wirtschaftliche Unterlegenheit und die strukturelle Abhängigkeit der Heimbewohner vom Heimträger. Den Heimbewohnern soll es nicht zugemutet werden, ihre heimvertraglichen Verpflichtungen selbst durchzusetzen. Dieses widerspricht eigentlich der Auffassung, die der Gesetzgeber bei Erlass des WBVGs hatte. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass sich die Rechtslage durch die Aufspaltung des Gesetzes in ein zivilrechtliches Vertragsgesetz, dem WBVG, und ein ordnungsgerichtliches Landesheimgesetz verändert hat. In der Gesetzesbegründung wird dargelegt, dass die inhaltlichen Regelungen des WBVGs durch die Klage vor den Zivilgerichten zu klären ist. Schutz sollten die Verbraucher bekommen durch den Verbraucherschutz, der Klauseln auf ihre Zulässigkeit überprüfen kann. Eine zusätzliche ordnungsrechtliche Überprüfungskompetenz der Heimaufsicht über den Art und Inhalt der Verträge und der zivilrechtlichen Gestaltung wurde vom Gesetzgeber bisher nicht thematisiert. Die Prüfungskompetenz ergab sich in der Vergangenheit aus der Verzahnung von zivilrechtlichen und ordnungsrechtlichen Vorschriften im Heimgesetz. Nach der aktuellen Rechtslage ist diese Verzahnung zumindest durch die Schaffung von zwei neuen Gesetzen aufgehoben worden. Ob das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts allerdings auf Dauer Bestand haben wird, ist schwierig vorherzusehen. Zunächst kann ich feststellen, dass in Zukunft der BGH, also der Bundesgerichtshof, als letztinstanzliches Gericht für die Klärung zivilrechtlicher Vertragsgestaltungen zuständig ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Gesetzgebungsverfahren, wo der Bundesrat in seiner Stellungnahme die Rechtsmeinung dargelegt hat, dass es unverständlich sei, warum der Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB XI dazu führen soll, dass ein Verbraucher in der Vertragsfreiheit beschränkt wird. Der Bundesrat sieht darin einen Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz. Er führt konkret dazu aus, ob eine zweiwöchige Fortgeltung des Vertrages nach dem Tod des Verbrauchers vereinbart werden kann, sei keine Frage des Sozialleistungsrechts. Im Sozialleistungsrecht kann allenfalls die Pflicht des Kostenträgers zur Übernahme der nach dem Tod des Verbrauchers entstehenden Entgelte ausgeschlossen werden. Nicht jedoch die Zahlungspflicht des Verbrauchers selbst geregelt werden. Dieses ist geregelt in der Bundestagsdrucksache 16.12882. Auch das Bundesverwaltungsgericht räumt in diesem Zusammenhang ein, dass der Heimvertrag Nachlassregelung enthalten kann. Wie gehen wir jetzt mit dem Urteil um? Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten rate ich,
dass bis zu der Entscheidung des Sachverhaltes durch den BGH das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umgesetzt wird. Das heißt, dass eine Entgeltfortzahlung der nach SGB XI vereinbarten Entgeltbestandteile nach dem Tod des Bewohners nicht mehr geregelt werden muss. Stattdessen sollten die Heimträger überlegen, ob sie Nachlassregelungen in den Vertrag mit aufnehmen. Vielen Dank, Frau Möwisch. Dann warten wir zunächst das Urteil des Bundesgerichtshofes ab und treffen uns dann erneut zu einem Interview. Bis dahin, meine Damen und Herren. Thank you.